Hallo Investoren, hallo Trader. Herzlich willkommen zu unserem Format der Aktienscreener. Heute geht es um Cybersicherheit und einen Wachstumswert, der ganz vorn mit dabei ist. Dabei taucht das Unternehmen momentan in mehreren Screenern und Templates auf, wie unter anderem in unserem Wachstumswerte-Screener nach William O'Neill. Aber auch im High Growth Investing Template taucht es auf und befindet sich dort aktuell auf Platz 4. Mit dem High Growth Investing Template identifizieren wir die attraktivsten Wachstumsaktien der USA. Dabei wird über ein Scoring-System, das 16 Punkte vergibt und von Stefan Waldhauser entwickelt wurde, sichergestellt, dass das Wachstum eines Unternehmens gesund und effizient ist. Dabei sollte eine gesunde Balance zwischen Wachstum und Profitabilität bestehen. Großen Wert wird auf ein starkes Umsatzwachstum und eine attraktive Bewertung gelegt. Unser Scanner High Growth Investing identifiziert dabei Aktien mit einem High Growth Investing Score von mindestens 12 Punkten und ordnet diese nach den Kriterien Verschuldung, je geringer, desto besser, geometrisches Umsatzwachstum, je höher, desto besser und Abstand vom Hoch, je geringer, desto besser an. Wie ich auf das heutige Unternehmen, das im Bereich IT-Sicherheit tätig ist, aufmerksam wurde, das zeige ich euch jetzt. Zuerst melde ich mich bei www.traderfox.de an, dann wähle ich das Tool Aktien Rankings aus, wie ihr hier sehen könnt. Grundlage dieses Tools ist die Datenbank von Morningstar. Über 15.000 in Europa und den USA gelistete Aktien können damit untersucht werden. Unser Screening bezieht sich heute jedoch auf die 2.000 größten US-Aktien. Da wir hier mal auf das Template gehen, Moment, wo finde ich es? Hier High Growth Investing, sehen wir hier auch mal noch die einzelne Beschreibung. Ich lade das Template. Es ist, wie ihr sehen könnt, schon alles voreingestellt. Somit brauche ich jetzt nur noch hier unten auf Scannen zu gehen, um dann die verbliebenen Unternehmen angezeigt zu bekommen. Insgesamt sehen wir hier 31 verbliebene Unternehmen. Es sind so bekannte Unternehmen darunter wie Facebook und Alibaba. Ja, und es gibt auch zum Beispiel die Activision Blizzard, die hatte ich ja erst neulich mal vorgestellt in diesem Format. Aber wir konzentrieren uns heute auf das Unternehmen auf Platz 4. Dabei handelt es sich um Fortinet. Ja, Fortinet ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Sunnyvale in Kalifornien. Das Unternehmen, das ist spezialisiert auf die Erstellung, Entwicklung und Vermarktung von voll integrierter Cybersicherheitssoftware und Ausrüstung für den Schutz von Netzwerken und Informationssysteminfrastrukturen sowie für den Schutz von Unternehmens- und Regierungsdaten. Dabei bietet es Netzwerk- und Sicherheitsprodukte wie unter anderem Firewalls und Webfilter sowie Cloud Security und Sicherheitslösungen für das Internet of Things an. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2000, wobei 2009 der Börsengang erfolgte. Inzwischen kann es mit 641 Patenten aufwarten, 149 weitere Patente sind zusätzlich in Prüfung. Das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 18,07 Milliarden US-Dollar beschäftigt insgesamt 6.590 Mitarbeiter. Fortinet ist dem Technologiesektor und der Branche der Software Infrastructure zuzuordnen. Bei Fortinet handelt es sich außerdem um ein Fortune 500 Unternehmen. Das Geschäftsmodell von Fortinet, das ist meines Erachtens auf den ersten Blick nur für Menschen verständlich, die sich ein wenig im Bereich der Informationstechnologien auskennen. Allerdings wird das Geschäftsmodell schnell klar, wenn man sich ein wenig damit auseinandersetzt. Da es immer mehr Daten in der Cloud und in den Rechenzentren gibt und die Gefahr vor Angriffen immer mehr zunimmt, müssen Firmen ihre Daten besser schützen, um Hacker abzuwehren. Hier kommt Fortinet
ins Spiel, indem es einheitliche Sicherheitslösungen für die gesamte IT-Infrastruktur entwickelt. Dabei hat es mehrere Produkte und Abo-Dienste im Angebot, um Schutz zu bieten. Darüber hinaus deckt es eine ganze Reihe von Sicherheits- und Netzwerkfunktionen, wie unter anderem Firewall, Virenschutz und Anti-Spam, an. Das Unternehmen, das ist in zwei Das Unternehmen, das ist in zwei Bereiche, nämlich Produkte und Dienstleistungen unterteilt, die gemeinsam in 2018 einen Umsatz von 1,8012 Milliarden US-Dollar generierten. Die Umsätze mit Dienstleistungen betrugen dabei 1,1268 Milliarden US-Dollar und diejenigen mit Produkten betrugen 674,4 Millionen US-Dollar, wobei hier in der Abbildung die verschiedenen Produkte und Dienstleistungen zu sehen sind. Zum Beispiel das Secure SD-WAN, also das softwaredefinierte WAN, welches ein modernes Konzept für den Aufbau und Betrieb von Wide-Area-Netzwerken darstellt. An der Dienstleistungssparte ist das Schöne, dass diese zum Großteil auf regelmäßigen Abo-Einnahmen beruht, was die Einnahmeströme gut planbar macht. Dabei macht der größte Kunde von Fortinet weniger als 2% der gesamten Umsätze aus und das heißt, dass es bezüglich der Kundenstruktur eine gute Diversifizierung gibt. Das Unternehmen, das ist also nicht auf einen einzelnen Kunden angewiesen und das ist sehr wichtig. Auch geografisch sehen wir eine gute Diversifizierung, was die Abbildung hier zeigt. Die Umsätze, die verteilen sich relativ gleichmäßig auf drei Hauptregionen, nämlich die USA, dann Europa, Nahost und Afrika und den Asien-Pazifik-Raum. Kommen wir zum Management und der Aktionärsstruktur. Der Stanford-Absolvent Kenneth Xi, wie immer man das ausspricht, Jahrgang 1963, hatte bereits zwei Firmen, die sich mit Sicherheit im Internet beschäftigten, gegründet, bevor er mit seinem Bruder Michael im Jahr 2000 den Grundstein für Fortinet legte. Mit einem Team aus 12 Mitarbeitern bauten sie in nur wenigen Jahren einen führenden IT-Sicherheitsanbieter auf. Die beiden führen seither das Unternehmen mit Konsequenz, wobei Kenneth die Rolle des CEO und Michael die Rolle des CTO, also des Chief Technology Officers, innehat. Wie in der unteren Abbildung bzw. hier in der Abbildung zu sehen, besitzen beide zusammen knapp 15% aller Aktien, was natürlich gut für die Aussichten des Unternehmens und die Motivation der Geschäftsführer ist. Weiterhin ist unter anderem mit The Vanguard Group und Renaissance Technologies großer institutioneller Support vorhanden. Kommen wir zu den Wachstumsaussichten. Der Vorteil an den Produkten und Dienstleistungen von Fortinet ist, dass sie nicht auf einen speziellen Kundenkreis beschränkt sind. So richtet sich das Angebot sowohl an kleine als auch an große Unternehmen, an Service Provider und Regierungsorganisationen, wobei jede Branche bedient werden kann. Aufgrund der zunehmenden Verlagerung der Kriege ins Internet ist inzwischen auch jede Branche und jedes Unternehmen potenziell gefährdet. Verschont vor Zerstörungen bleiben nur noch Unternehmen, die eine sichere Mauer um ihre Informationstechnik gebaut haben. Fortinet spielt hier inzwischen ganz vorne mit. So sind die Netzwerksicherheitslösungen von Fortinet diejenigen, die inzwischen weltweit am häufigsten eingesetzt werden. Dies hat natürlich auch seine Gründe. Zum einen hat Fortinet ein gut strukturiertes Vertriebsnetz, zu denen Großhändler wie Ingram Micro oder Finetech gehören, sowie ein hochqualifiziertes Verkaufsteam, das die Produkte und Dienstleistungen direkt an bestimmte Endkunden verkauft. Zum anderen forscht Fortinet wie besessen im Bereich der Sicherheitstechnologie und ist für seine Innovationsfreude bekannt. 641 globale Patente besitzt das Unternehmen. Im Vergleich zu den anderen Wettbewerbern ist das eine Rekordzahl und dürfte weiterhin zu einem steten Kundenwachstum beitragen und natürlich auch dazu, die Wettbewerber in diesem heftig umkämpften Markt auf Abstand zu halten. Fortinet schließt beständig neue
große Verträge im 6- und 7-stelligen Bereich mit anderen Unternehmen ab. Momentan hat es über 425.000 Kunden. Allein im zweiten Quartal konnte das Unternehmen über neue Verträge im Wert von über 1 Million US-Dollar berichten, was einem Anstieg zum Vorjahresquartal von 28% entspricht. Und in dieser Woche gab das Unternehmen eine wichtige Partnerschaft mit Siemens bekannt, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine integrierte Lösung zum effektiven Schutz von industriellen Netzwerken zu entwickeln. Da Siemens Produkte in Bereichen der Gas-, Öl- und Transportbranche verwendet werden, könnte Fortinet dadurch eine deutlich größere Reichweite in beinahe allen industriellen Sektoren bekommen. Unternehmen, die sich kürzlich für das Secure SD-WAN entschieden haben, waren Softbank und Orange. Weiteres Wachstum erwartet das Unternehmen durch gezielte Übernahmen. So gab Fortinet erst vor einigen Tagen bekannt, den Security Orchestration Response und Automation Anbieter, also SOAR abgekürzt, mit dem Namen Cyberspons übernehmen zu wollen. Grundsätzlich sollte Fortinet mit dieser Übernahme schneller imstande sein, den Übergang auf eine neue Ebene von nahezu vollautomatisierten Reaktionsprotokollen unter anderem zu bewältigen. Laut dem IT-Beratungshaus Gartner dürfte die Edge über kurz oder lang die Cloud ersetzen. Dabei handelt es sich beim Edge Computing um eine offene IT-Architektur, für die eine dezentralisierte Verarbeitungsleistung charakteristisch ist. Hierbei erzeugt die Edge nicht nur die Basis für das Mobile Computing, sondern auch die Technologien des Internet of Things, wobei die Daten nicht mehr über einen Server, sondern direkt ohne die Übertragung an ein Rechenzentrum verarbeitet werden. So kann durch die Edge der Datenfluss beschleunigt werden und eine Datenverarbeitung in Echtzeit wird möglich. Laut Fortinet werden sich bis 2021 etwa 40% der großen Unternehmen für die Edge entscheiden. In 2017 waren es gerade einmal 1%. Aber das dürfte für Fortinet kein Problem, sondern eher eine weitere Chance darstellen, denn das Unternehmen, das hat auch Sicherheitslösungen für das Edge Computing parat. Fortinet konzentriert sich insgesamt auf 4 Wachstumstreiber, wie hier zu sehen: die Netzwerk, die Infrastruktur, die Endpunkte und die Cloud-Sicherheit, wobei der globale Markt laut Fortinet von 45 Milliarden US-Dollar in 2019 auf 60 Milliarden US-Dollar in 2023 wachsen soll. Durch ein integriertes End-to-End-System, das all diese Komponenten zusammenarbeiten lässt, kann effektiv auf mögliche Bedrohungen reagiert werden, wobei das System in der Lage ist, die Aufgaben in Echtzeit und ohne Verlangsamung zu erfüllen. Kommen wir zu den Kennzahlen. Das letzte Quartal, das lief für Fortinet außerordentlich gut. Wie das Unternehmen am 31. Oktober 2019 mitteilte, machte es im dritten Quartal einen Umsatz von 548 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 21% entspricht. Die operative Marge, die war mit 26,4% so hoch wie niemals zuvor. Der Nettogewinn, der lag bei 117 Millionen US-Dollar oder 0,67 US-Dollar pro Aktie. Vorjahreszeitraum war 0,49 US-Dollar pro Aktie. Der freie Cashflow, der lag bei 215 Millionen US-Dollar und damit 25% höher als ein Jahr zuvor. Auf mehrjähriger Basis zeigen alle Kennziffern des Unternehmens nach oben. Das Wachstum des operativen Cashflows, das lag bei durchschnittlich 31,25% bezogen auf die letzten 3 Jahre. Das Eigenkapital, das wuchs in den letzten 10 Jahren von 140 Millionen US-Dollar in 2009 auf nun über 1 Milliarde US-Dollar und zeigt einen ebenso schönen Anstieg wie der Aktienkurs. Ich versuche es immer wieder deutlich zu machen: damit der Aktienkurs langfristig steigen kann, muss es ein stetiges Eigenkapitalwachstum geben. Das Umsatz- und das EPS-Wachstum der letzten 5 Jahre, es war ebenfalls ordentlich, so betrug das Umsatzwachstum in den letzten 5 Jahren durchschnittlich knapp 24% und das durchschnittliche EPS-Wachstum, das lag bei über 48%. Bewertungstechnisch ist das Unternehmen kein Schnäppchen, wie zu sehen ist, liegt doch das KUV bei über 8 und das KGV bei über 50. Allerdings sind beide Kennziffern rückläufig und die meisten Unternehmen innerhalb dieser Branche sind sehr hoch bewertet, wobei bei der Konkurrenz oft noch hinzukommt, dass
diese nicht einmal Gewinn schreiben, wie zum Beispiel Palo Alto, was einen KUV von 8 hat, oder CrowdStrike, was einen KUV von 40 hat. Aber wie gesagt, beide Unternehmen schreiben nach wie vor keinen Gewinn. Ja, mit dem High Growth Investing Score wird versucht, aussichtsreiche Wachstumsunternehmen zu identifizieren. Wie zu sehen, hat das Unternehmen bei allen Kriterien die höchste Punktzahl. Nur beim Umsatzwachstum, da kann es nicht punkten. Dies liegt daran, dass eine Aktie nach dem Score 3 Punkte erhält, wenn das Umsatzwachstum größer als 40% ausfällt, und einen Punkt erhält, wenn das Umsatzwachstum kleiner als 30% und größer gleich 20% ist. Mit 19,75% erfüllt es ganz knapp das Mindestkriterium dieses Scores nicht. Der Alle Aktien Qualitätsscore von Jonathan Neuschäler, der vergibt gute 8 von 10 Punkten. Nein, nicht wie hier zu sehen 9, sondern es gibt nur 8 Punkte. Und warum, das erkläre ich euch jetzt. So, zum einen das Umsatzwachstum, das ging etwas zurück, ist aber im Vergleich immer noch hoch. Das Unternehmen, das ist schuldenfrei. Das ist sehr gut. Negativ allerdings ist hier die große Schwankungsbereitschaft der Aktie, die mich leider auch letztes Jahr aus meiner Position bei Fortinet geworfen hat. Das ROCE, also das EBIT geteilt durch das Anlage- und Umlaufvermögen, das ist hier in der Tabelle falsch eingetragen und betrug in 2018 7%, also nicht wie hier angegeben, minus 142, sondern es waren 7%, deswegen sollte hier auch ein Punkt abgezogen werden. Um genau zu sein, sind wir dann insgesamt bei 8 von 10 Punkten. Ich persönlich finde dennoch alle Zahlen gut. Das Drawdown-Risiko ist das Einzige, was mich hier etwas stört. Ja, und zum Schluss schauen wir uns noch die Kursentwicklung an. Fortinet ging 2009 an die Börse mit einem IPO-Preis von 6,25 US-Dollar, wenn man den Split mit einbezieht und berücksichtigt. Seitdem konnte sich das Unternehmen unter hoher Volatilität aber sehr gut entwickeln. In den letzten 10 Jahren hat es dann immerhin über gut 1000% zugelegt. Jetzt, da der Ausbruch auf ein neues Jahreshoch beziehungsweise Allzeithoch erfolgt ist, kann ich mir hier einen Einstieg sehr gut vorstellen. Als Risikobegrenzung bietet sich meines Erachtens das Ausbruchsniveau an. Wollte ich die Aktie aber mehr Spielraum geben, so würde ich die 100 US-Dollar Marke als Verlustbegrenzung nehmen. Wenn euch das Video nun gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen hoch. Darüber freue ich mich wie immer sehr. Ja, und jetzt wünsche ich euch eine schöne und vor allem eine erholsame Weihnacht. Bis bald, sagt Andreas Haslinger.